Aber die Krawatte haben wir wenigstens an. Damit haben wir dann das Soll erfüllt. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Nichts ist schöner, als in die Gegenwart Gottes zu gehen, sich von Gott und dem Geist Gottes berühren lassen, innerlich sich darauf einzustellen, dass Gott mit uns reden will. Und heute haben wir einen sehr spannenden Gottesdienst, einen sogenannten Aktionsgottesdienst für alle, die uns schon länger besuchen, die wissen, was das bedeutet, nämlich, dass wir versuchen, aktuelle Geschehnisse unserer Gesellschaft aufzugreifen und zu sehen, wo sind die Basics, wo sind die Grundlagen, die uns Gott in seinem Wort dazu gibt. Und es gibt im Moment eine Eingabe in die EU und auch in die deutsche Bundesregierung. Und diese Eingabe ist unter dem Stichwort Gender Mainstream in aller Leute Munde gekommen. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. Das ist eine Problematik, die nur Spezialisten haben. Aber wenn das in unserer Gesellschaft Fuß fasst und das durch den Europarat geht und durch die Bundesregierung geht, werden unsere Kinder und alle Generationen, die danach kommen, ganz, ganz furchtbare Zustände erleben. Und aus diesem Grund haben wir uns die Mühe gemacht, das aufzuarbeiten für euch. Und vielleicht sagst du, ich bin heute hergekommen, um eine nette, erbauliche Predigt zu hören. Ich glaube, nichts ist erbaulicher und netter, als zu hören, was Gott wirklich zu den Grundlagen unseres Lebens zu sagen hat. Aber es ist auch wichtig, dass wir Christen nicht versuchen, mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen. So nach dem Motto, wir stecken den Kopf in den Sand, lassen das Chaos rüberlaufen und dann erheben wir uns wieder und gucken mal, was übrig geblieben ist. Das ist eine blinde Perspektive und Gott hat niemanden dazu berufen, blind und blöd zu sein und sein Gehirn einer Garderobe abzugeben, sondern Gott hat uns dazu gerufen, sehr wohl die Zeichen der Zeit anzugucken und dann für uns zu entscheiden, wo müssen wir als Christen wirklich massiv Stellung beziehen. Als ich in der Schule Religionsunterricht gegeben habe, gab es eine Geschichte, die wir immer wieder im Unterricht behandelt haben und ich gebe euch diese Geschichte als Einstieg vorweg. Diese Geschichte beginnt folgendermaßen. Ein Hausbesitzer nahm einmal zwei Obdachlose auf. Diese zwei Männer redeten offen davon, dass sie zwei Brandstifter seien, was der Eigentümer als gelungenen Witz abtat. Er glaubte ihnen kein Wort. Obwohl in dem Dorf, in dem er wohnte, in jüngster Zeit eine ganze Kette von Brandanschlägen verübt worden waren. Er nahm die Obdachlosen freizügig in seiner Dachkammer auf. Er war ja schließlich tolerant. Tage später begannen sie Benzinfässer auf dem Dachboden zu deponieren, was dem Besitzer ein müdes "Seid vorsichtig, Jungs" entlockte. Er verwies auf die vielen Hausbrände in der letzten Zeit und glaubte an einen makabren Scherz, als die zwei ihm sagten, sein Haus sei das nächste. Der Besitzer war so vernagelt, dass er ihnen sogar unwissend beim Verlegen der Zündschnur behilflich war. Und als er sie fragte, wozu denn das gut wäre, antworteten sie ihm, zum schnelleren Abfackeln deines Hauses. Und wieder konnte er nur über den schwarzen Humor seiner Gäste lächeln. Am Abend, bevor sein Haus in Schutt und Asche zerfiel, gab er ihnen sogar noch Streichhölzer als Vertrauensbeweis dafür, dass er doch ein vorurteilsfreier Mensch war und sie nicht für Brandstifter hielt. Das hinderte die Männer nicht, sein Haus abzubrennen. Am interessantesten ist eine Aussage der angeblichen Witzbolde, die eine bemerkenswerte Lebensweisheit darstellt. Der sagte nämlich, der Scherz ist die drittbeste Tarnung, Sentimentalität die zweitbeste, aber die beste und sicherste Tarnung ist und bleibt die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt dir nämlich niemand. Da steckt eine ganz bittere Wahrheit hinter. Die Generation, die noch das Aufkommen der Nationalsozialisten erlebt haben. Mein Großvater, der hat das immer erzählt. Er sagt, natürlich haben wir gewusst, es gibt ein Buch, das Mein Kampf heißt. Und natürlich hat man gewusst, da gibt es so einen Mann, der heißt Adolf Hitler. Und der vertritt völlig irre Thesen. Natürlich hat man darüber geredet, aber glaub doch nicht, dass das irgendeiner für bare Münze genommen hätte. Der hatte schon lange aufgeschrieben, was er tun würde. Aber niemand hatte geglaubt, dass die tatsächlich meinen, was sie sagen. Und dann war man erschreckt, schockiert.
Und als das Rad mal lief, konnte niemand mehr in die Speichen greifen. So hat Bonhoeffer gesagt, man müsste dem System in die Speichen greifen. Aber der Wagen hatte schon zu viel Geschwindigkeit aufgenommen, man konnte ihn nicht mehr stoppen. Deshalb haben wir versucht, Stellung zu beziehen zu dem, was da gerade in unserer Gesellschaft läuft. Und warum wir glauben, dass wir einen Standpunkt einnehmen müssen. Weil, ihr lieben Freunde, das ist der Punkt. Nur wer einen Standpunkt hat, kann tolerant sein. Wenn du selber nicht weißt, wo du stehst, kannst du niemand anders stehen lassen, stimmt's? Das ist der Punkt. Und unsere Not ist, dass wir oft überhaupt gar keinen Standpunkt haben. Frau Merkel hat das beklagt und hat gesagt, unser größtes Versäumnis der letzten Jahre war, dass wir für unsere christlichen Werte in Deutschland nicht mehr eingestanden sind. Wie wahr? Aber sei ehrlich, für wie viele Werte stehst du noch? Was bedeutet denn Genderperspektive? Diese Gesetzesvorlage, die in der EU und in der Bundesregierung eingereicht ist. Man unterschied bisher zwischen biologischem Geschlecht und sogenanntem sozialen Geschlecht. Was ist das denn? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, sagst du vielleicht. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und das war's für mich. Genau, hast du gedacht. Die Zeiten haben wir lange hinter uns. Das Ziel dieser Leute, die diese Gesetzeseingabe gemacht haben, ist, den Unterschied zwischen biologisch männlich und biologisch weiblich aufzuheben. Das heißt, wenn du gerne Mann sein willst und eigentlich biologisch Frau bist, wirst du halt Mann. Fertig. Und umgekehrt auch. Warum und wie wird das begründet? Warum hat das einen derartigen Zulauf? Das Ziel ist, dass jeder sich subjektiv seine Geschlechtsidentität aussucht, völlig unabhängig von der biologischen Gegebenheit. Denn, und das ist ihre These, Mann und Frau sein ist uns kulturell aufgezwungen, künstlich gemacht und willkürlich, um die Männer in ihrer Herrscherrolle zu bestätigen. Man merkt, es hat so einen ganz starken feministischen Touch. Es kommt aber aus der neomarxistischen Ideologie. Friedrich Engels hat nämlich gesagt, die Ehe ist das erste Beispiel für Klassenfeindschaft. Denk mal drüber nach. Pass auf, jetzt kommt die Begründung. Nämlich, jeder Unterschied der Geschlechter birgt in sich Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit führt immer zur Unterdrückung. Das heißt, wenn wir den Unterschied aufheben können, gibt es ganz offensichtlich keine Ungerechtigkeit mehr und dann gibt es eben auch keine Unterdrückung mehr. Also lass uns alle gleich machen. Denk gut drüber nach, was passiert, wenn das durchgeht. Dann erlebst du, wie deine Kinder von einer biologischen Frau unterrichtet werden, die ein Mann sein möchte. Und die dann auch wie ein Mann auftritt und wie ein Mann aussieht. Kannst du dir vorstellen, woran unsere Kinder sich noch orientieren können und werden? Soll ich dir sagen, woran sie sich orientieren werden? An nichts mehr. Denn es gibt kein klares Bild mehr. Denk mal weiter. Jetzt heiraten biologisch zwei Frauen, obwohl die eine versucht, Mann zu sein. Damit ist die Auflösung der Ehe vorprogrammiert. Damit haben wir eine Generationsfolge von völlig gestörten Persönlichkeiten. Und alles, was an Generationen kommt, wird ein völlig krankes Bild erleben. Wenn du Kinder in der Sonntagsschule hast und da versucht jemand, das Männerbild klar zu machen als Frau, weil er sich ja als Mann fühlt, dann hast du spannende Zeiten für deine Kinder. Verstehst du, was da passiert? Das nennt man die Umwertung aller Werte. Die Schöpfungsordnung wird der letzte Schlag versetzt. Weil wenn Gottes Ordnung der Schöpfung von Mann und Frau aufhört, dann hört Ehe auf, dann hört Familie auf, dann hören gesunde Generationen auf. Das ist ein spannender Sachverhalt, in dem wir gerade stehen. Und im Moment stellt sich unsere Regierung noch dagegen.
aber der Druck nimmt riesig zu. Wenn das europaweit durchgeht, dann werden sich die Deutschen überlegen müssen, ob sie dagegen Stellung beziehen können oder nicht. Ich habe mir die Konsequenz praktisch vorgestellt. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie das dann wohl in der öffentlichen Toilette aussieht. Können wir nicht, ne? Es wird spannend. Plötzlich kippt eine gesamte Gesellschaft. Sämtliche Ordnung, die wir mal als normal und gottgegeben angesehen haben, wird es nicht mehr geben. Und die Tendenzen dahin sind riesig. Die Frage ist, was bewegt so Menschen, in einem derartig gestörten Selbstbild zu leben? Und dann dieses selbstgestörte Selbstbild als normal hinstellen zu lassen. Und dann durchsetzen zu wollen, dass das dann für alle anderen gilt. Da wurde mir ein Vers klar, wo es heißt, Freiheit hat ihre Grenzen da, wo die Freiheit der anderen zerstört wird. Und das ist der Punkt, warum wir als Christen hier nicht einfach unseren Mund halten, sondern wirklich zurückfinden wollen und sagen wollen, hey, was sagt denn die Bibel dazu? Weil das haben wir mittlerweile festgestellt. Immer da, wo der Mensch in die Schöpfungsordnung eingreift, da erleben wir Chaos. Die Klimakatastrophe, in der wir gerade stehen, ist ein beredtes Beispiel dafür, dass der Mensch dachte, er kann sich einmischen und die Sachen so machen, wie er will. Und heute ernten wir die Katastrophen. Alleine in den letzten Jahren, alleine die Katastrophe 2005 hat uns 171 Milliarden Dollar Schaden gebracht. In den 90er Jahren haben die Katastrophen sich auf fast 800 Milliarden Dollar hochgeschraubt. Warum? Weil wir dachten, wir können sagen, wie es funktioniert. Und hier liegt der nächste Punkt. Wenn wir nicht aufpassen, sehen wir, wie unsere Gesellschaft völlig abdriftet in ein total gottloses, antigöttliches Lebenssystem. Und wir sind gefordert, wach zu werden und unsere Augen aufzumachen, aber auch unseren Mund. Wir haben ein Lebensbeispiel gefunden und ich möchte, dass Sigrid kommt und das vorstellt. Bring Gysi mit, weil wir gesagt haben, wir machen das Ganze ein bisschen sowohl statistisch, ist das nicht so in der Mauer dann irgendwo. Wir werden es zusammen machen dann. Gentermain, es wird Folge haben, aber was für Folge wird das irgendwo sein? Ich habe euch noch ein paar Punkte dazu mitgebracht. Es sind zum Beispiel Krankheiten, was auf die Menschheit zukommen wird. Ich habe einen Bericht gelesen, AIDS ist im Moment im ersten Halbjahr 2006 waren es 1197 Neuinfektionen davon, wenn man sich vorstellt, 62% eigentlich Homo-Männer und 17% heterosexuelle Kontakte. Es wird Beziehungsunfähigkeit kommen, es wird auch mehr Gewalt in dem Fall kommen, weil es treffen zwei gleiche Pole aufeinander und es ist keine Ergänzung, was Mann und Frau eigentlich ist. Mehr Jugendkriminalität, weil die Kinder sich nicht mehr wissen, an wem sie sich orientieren sollen und wie das Ganze irgendwo kommen soll. Und es ist auch heute statistisch nachgewiesen, dass gerade, wenn Kinder aus so Beziehungen rauskommen, dass die eigentlich auch nicht wissen, eigentlich Probleme haben mit ihrer Geschlechteridentität. Also das Beispiel, das wir jetzt haben, ist von einer Dame, die heißt Isabel Adams. Die ist jetzt 41, die wohnt in Süddeutschland und arbeitet als Sporttherapeutin in einer psychiatrischen Einrichtung. Sie wurde als Mädchen geboren, hat sich dann dafür entschieden, dass sie Mann werden möchte und lebt jetzt wieder als Frau. Und zwar war das bei ihr also damals so, dass die Mutter ein ganz genaues Bild hatte, wie sie als Mädchen aussehen sollte, wie sie sein sollte und sie wollte das überhaupt nicht. Hat sich da überhaupt nicht mit zurechtgefunden. Sie hat immer gesagt, das bin ich nicht und das will ich nicht. Und ihr Vater wollte wohl einen Jungen haben. Das hat man wohl, also er hat's, in der Jugend hat er es nie gesagt, aber später, wie sie dann der Mann war, hat er gemeint, jetzt habe ich endlich meinen Sohn. Ich meine, ist natürlich für ein Mädchen nicht unbedingt eigentlich das, was man sich so vorstellt. Für die Person, die sie wirklich war, war kein Raum da. Sie durfte nicht sie selbst sein. Es kam aber auch schon bei ihrem Vater
aus dem Hintergrund, er hatte selber 5 große Schwestern und er fühlte sich absolut abgelehnt daheim. Und deshalb hatte er so diesen Frauenhass, diese Frauenverachtung in sich. Wie man gerade in dem Beispiel sehr kommt schon rüber, dass sie eigentlich von der einen Seite vom Elternteil eigentlich als anderes Geschlecht gewünscht worden ist. Mediziner, die uns eigentlich sagen, naja, es kommt von der hormonell, es ist hormonell bedingt oder genetisch bedingt, wie gesagt, dass die Wünsche eigentlich, in denen Menschen da sind, ein anderes Geschlecht zu sein. Aber wie gesagt, es ist so ein häufiger Fall, dass gerade ein anderes Geschlecht gewünscht wird. Andere Sachen sind noch, der Vater hält sich aus der Erziehung raus. Oder wenn es von der Mutterseite her, die Mutter klammert irgendwo zu arg, lässt dem Kind keine Intimsphäre. Oder als Mädchen, wie gesagt, oh, du darfst nicht mit Jungs spielen, die machen zu raue Spiele und du das also total beschütze. Also man sollte schon schauen, dass dass das Kind sowohl mit Mädchen wie mit Jungs dann auch irgendwo spielt. Sind körperliche Übergriffe irgendwo da. Dann es gibt Reaktionen aus der Umwelt, in dem Gewalt eigentlich von Eltern und Geschwistern irgendwo da waren. Oder auch, es werden Geschwister geboren und dann ist das Kleine eigentlich mehr im Mittelpunkt und man fühlt sich irgendwo am Rand und wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen als Kind. Oder ein Mädchen, wie gesagt, die erlebt permanent mit, wie die Mutter vom Vater irgendwo schlecht behandelt wird und irgendwo, sie geht in der Beschützerrolle eigentlich auf dann. Und was mich so irgendwo stark beeindruckt hat, so die kritische Phase ist eigentlich schon im 12. und 18. Monat eines Kindes irgendwo. Das Kind fühlt sich irgendwie nur noch bedroht und es ist eigentlich reduziert, ich muss irgendwo nur sein und ja, sie weiß nicht, aber nicht wie. Die Isabelle, ja, die hat sich also geschämt für ihren Mädchenkörper, für den Namen, den sie hatte. Mit 4 bis 5 Jahren verhielt sie sich schon genau wie ein Junge. Sie war einfach so wie ein Junge. Die Jungenrolle, die war für sie ein Schutz, eigentlich eine Überlebensstrategie. In der Entwicklung von Mann oder zum Junge oder zum Mädchen, das geht eigentlich schon von unseren Chromosomen aus. Junge XY, Mädchen XX und so weiter. Und das Ganze ist schon in der 18. bis 12. Woche, wie gesagt, wo das Kind entwickelt wird, dass da sich die totalen Unterschiede entwickeln. Dann. Also bei den Jungs, wie gesagt, kommen die Hoden und männliche Hormone und die Samen werden gebildet, Penis und Samenleiter. Und bei den Mädels ist es in dem Moment noch gar nicht da. Dann kommt bei den Jungs noch ein zweites Hormon dazu, was die weiblichen Geschlechtsorgane eigentlich schon unterdrückt. Und aber bei den Mädels entstehen in dem Fall durch das zweite Hormon einfach die Eierstöcke und die Scheide und so weiter. Im Gehirn ist auch schon Unterschiede. Der Hypothalamus, also ein Teil vom Gehirn, ist beim Mann größer wie bei der Frau, also so um 130 bis 140 Gramm gewichtsmäßig. Und aber die Studien haben also schon und festgestellt, dass gerade von Transsexuellen das Gehirn eigentlich noch kleiner ist wie das von der Frau. Wie gesagt, nur weil es irgendwo in der Entwicklung stehen geblieben ist, weil das Kind nicht gefördert worden ist, dementsprechend in die richtige Richtung, sondern es einfach nicht weiß, wie oder was. Und es heißt auch, dass am Ende des 3. Lebensjahres, wenn ein Junge und ein Mädel überzeugt ist, wie gesagt, das zu sein, dass es dann auch das ganze Leben eigentlich wahrscheinlich so bleiben wird, dass es ein Junge oder davon überzeugt ist, ein Junge oder ein Mädchen ist, also am Ende vom 3. Lebensjahr. Für die Isabelle kam irgendwann also der befreiende Schlag. Sie hat sich all dem unterzogen, was zu unterziehen war. Sie wurde also ein Mann. Mit allen Konsequenzen, mit Operationen, mit Ummelden und sonst was allen. Aus Isabelle wurde in dem Fall Benjamin. Und für sie war es dann so, sie konnte jetzt endlich wieder aufrecht durch die Gegend gehen. Sie konnte sich zeigen. Sie wollte sich auch zeigen. Sie wollte, ich meine, sie hatte eine gute Figur für einen Mann, hat sie so gemeint. Und für sie war das auch echt schön, dass sie jetzt in der Badehose rumlaufen konnte und dass das alles okay war. Und sie hatte auch diesen Wunsch, gesehen und anerkannt zu werden. Ja, was ist so eine Geschlechtsumwandlung irgendwo? Also es sind einmal von 2 unabhängigen Psychiatern sind Gutachten notwendig. Einmal auf Persönlichkeitsstörung irgendwo da liegt, oder manchmal sind ja auch körperliche Erkrankungen irgendwo
liege vor. Und es gibt auch zwei verschiedene Lösungsmöglichkeiten für die Leute. Es gibt eine kleine Lösung, das nimmt so 2 Jahre in Anspruch, bis das Ganze überstanden und durchlaufen ist. Und das hängt damit zusammen, eigentlich nur den Vornamen zu ändern. So auf den offiziellen Dokumente, dass man gerade einfach, wie hier, von Isabel zu Benjamin. Und die große Lösung, die dauert dann so 5 Jahre. Und das ist dann auch, dass das Geschlecht in den Dokumente, also so gerade von weiblich auf männlich geändert wird und nicht nur der Name. Dazu sind OPs notwendig. Es gibt meistens sind so 6, 7, 8 OPs dazu notwendig, dann auch damit das Ganze. Und es ist auch eine Zeugungsunfähigkeit, muss nachgewiesen werden, dann, damit es eingetragen wird. Und man darf auch zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet sein. Es ist aber nicht so, dass die Leute dann hinterher glücklich sind, sondern es ist einmal eine lebenslange Hormontherapie notwendig. Dann viele sind hinterher unzufrieden mit dem Ergebnis von der OP, wie sie dann aussehen. Dann die Verzweiflung da, Mensch, ich finde keinen Partner irgendwo. Oder wenn man vorher einen Partner hatte, der verschwindet, weil er nicht damit zurechtkommt. Dann keine erfüllte Sexualität mehr. Dann Arbeitslosigkeit, weil der Arbeitgeber oder die Leute am Arbeitsplatz nicht mit zurechtkommen. Dann aber auch von der Familie abgelehnt. Und häufig kommen dann Angst, Depressionen, Medikamenten und Alkoholabhängigkeit. Also für die Isabel, die hatte dann kurz nach der Umwandlung, nachdem sie also vollständig Mann wurde, fand sie zum Glauben. Ist natürlich ein blöder Zeitpunkt, jetzt ist sie umgewandelt. Aber sie hat gemerkt, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Und zwar jetzt, wie ich bin, als Mann. Sie ist dann allerdings ins Nachdenken gekommen durch die Bibel. Und sie hat festgestellt, Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und ich kann das eigentlich nicht eigenmächtig ändern. Gott hat geglaubt, dass in dem, wie sie ursprünglich geschaffen wurde, also als Frau, eigentlich auch Potenzial steckt. Weil als sein Ebenbild ist man toll gemacht, auch wenn sie es jetzt nicht selber sehen konnte. Jetzt war aber das Problem, sie war jetzt nicht mehr so, wie Gott sie gemacht hatte eigentlich und wie er sie gedacht hatte, sondern sie hat diese männliche Maske angelegt. Ein Ausspruch von Luther war, die Liebe Gottes liebt nicht das Liebenswerte, sie schafft das Liebenswerte. Sie hat sich dann entschieden, ihren homosexuellen Lebensstil aufzugeben. Den hatte sie wohl angenommen, weil es für sie eine Flucht aus ihren eigentlichen Gefühlen war, die sie so nicht ertragen wollte. Sie hat es beschrieben, dass es ähnlich ist wie bei einer Alkoholsucht. Wenn man den Alkohol weglässt, dann kommt das echte Leben hoch. Bei diesem homosexuellen Lebensstil hat sie noch gemeint, also man bekommt etwas, aber man bekommt es eigentlich auch wieder nicht. Sie musste sich dann echt damit auseinandersetzen, was da alles in ihr hochkam, welche Gefühle in ihr hochkamen. Und es war unangenehm für sie, also richtig unangenehm, sich durch da alles durchzukämpfen. Dazu brauchte sie dann Hilfe, also von außen, von Psychiatern, von Freunden. Bis dahin hatte ihr noch nie jemand gesagt, dass Frausein was Schönes sein kann. Es war bisher eigentlich das Gegenteil. Sie wurde dafür verachtet, dass sie eine Frau war. Es war ein befreiendes Erlebnis für sie, also so ein richtiges Glücksgefühl, zeigen zu dürfen, was in ihr ist und zu wissen, das darf sein, sie darf sein. Man bekommt dann damit das erste Mal die Bestätigung fürs wirkliche Ich und nicht für die Illusion, die sie da aufgebaut hatte. Sie hat 2-mal einen Living Waters-Kurs mitgemacht. Das ist also ein Frauenkurs. Und sie hat ihn mitgemacht als Mann. Also sie war noch optisch Mann und hat sich eigentlich auch so verhalten. Und in dieser Zeit, in diesen 2-mal den Kurs, hat sie also festgestellt, dass sie auch als Frau angenommen und geliebt wird.
Und sie hatte dann auch das erste Mal eine Lehreinheit darüber gehört, über die Stärken des Frauseins. Das ist die Fähigkeit, empfangen zu können, also schwanger zu werden, Gottes Stimme hören, etwas in sich aufnehmen. Das ist eine Stärke. Es gibt auch positive Seiten am Frausein. Muss man auch mal so sehen. Gell, nett. Also sie beschloss dann nach einem Jahr, dass sie wieder zur Frau werden möchte, dass sie sich damit aber noch Zeit lassen muss. Ihre Aussage war, dass man in den Tod geht, wenn man sich entsprechend verhält, zum Beispiel seine Identität verleugnet oder sich verstümmelt, was sie ja doch getan hat. Wenn ich aber immer mehr finde, wer ich wirklich bin und mich annehmen kann, gehe ich ins Leben. Das ist so dieses. Sie hatte in ihrem Herzen die Freiheit, in der Männerrolle zu bleiben und war sich eigentlich sicher, Gott würde sie auch als Mann lieben. Aber dabei würde sie immer mehr in den Tod gehen. Und um ins Leben zu gehen, müsste sie sich Schritt für Schritt dem Frausein nähern. Und welchen Schatz sie da auf dem Weg ins Frausein entdeckt hat? Sie ist sie in ihrer Einmaligkeit, mit ihren Gaben und Schwächen. Sie kann sich zeigen, muss nicht perfekt sein. Kann auch männliche Dinge tun, aber das halt als Frau. Und sie hatte mal ein schönes Bild. Sie war in einem Grab mit einer Mumie. Da war ein ziemlich hässlicher Mann. Also der war ein ziemlich hässlicher Mann, die Mumie. Und sie hatte echt Angst davor. Und auf einmal hat die Mumie angefangen, sich rauszuschälen aus ihren Fesseln. Und herausgekommen ist eine Frau, die sich aufgesetzt hat und ganz langsam aus dem Grab raus ist. Es gab dann Angriffe von draußen, aber sie ging ganz langsam weiter. Und je weiter sie hochkam, desto schöner wurde sie. Erst später hat sie dann begriffen, dass das also ihren ganzen Prozess dargestellt hat, dieses Ich-Werdens. Entscheidend dafür war aber dann, dass sie endlich sie selbst sein durfte. Die Fragen der Gender-Theoretiker ist ja, wer will ich morgen sein? Und auf die Frage, wie sie denn morgen sein möchte, sagt sie, auf jeden Fall eine Frau. Ich will das nun mal, weil ich es bin und mich darin glücklich sehe. Ich kann aus meinem Geschlecht nicht einfach aussteigen und in ein anderes einsteigen. Das wäre wie bei einer Rolle im Theater. Da kann man das hin und machen, hin und her wechseln. Aber im Leben geht es nicht. Glücklich wird man aber nur, wenn man der ist, der man ist. Wenn man so entfremdet war von sich und dann wieder zu sich zurückfindet, hat das mit echtem Glück, Reichtum und totaler Freude zu tun. Das ist die Belohnung, wenn man diesen Weg geht, der nicht leicht ist. Aber die Wahrheit macht euch wirklich frei, sagt Jesus. Bei der Vorbereitung ging es dann auch noch um die Frage, wie lebe ich mein Leben als Frau irgendwo dann? Und warum habe ich nicht den Wunsch, irgendwo jetzt Mann zu sein dann irgendwo? Na ja, oh, wie erkläre ich das? Wie fasse ich das jetzt in Worte? Und es war dann häufig, die wenigsten können es erklären irgendwo, warum, weshalb. Und genauso geht es auch den Homosexuellen und Transsexuellen, sie wissen es in dem Moment nicht. Was mich aber dann bei der Vorbereitung echt noch irgendwo, so ein paar Punkte möchte ich euch noch weitergeben, wo ich gesagt habe, okay, da drin kann ich mich schon wiederfinden. Niemand wird mit der Fähigkeit geboren, sich selbst zu lieben. Es ist irgendwo ein Lernprozess und das zu merken, ich bin angenommen irgendwo bei Gott. Und auch der Bibelvers, was in Psalm 139 steht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Also von dem her, Gott hat, wie es heute ein paar Mal angeklungen ist, Gott hat uns echt gemacht und hat einen Plan für unser Leben schon vor mir geboren sind. Und im 14. Vers, ich danke dir dafür. Und ich denke, danken ist auch ein Gegenmittel gegen Selbstmitleid irgendwo. Wenn wir Danke sagen irgendwo und für das, was eigentlich positiv und was gut ist irgendwo, dann geht das andere irgendwo weg.
zum Thema, ja, wie ist es denn als Mann und wie ist es denn als Frau? Oh, ich sehe schon. Welche sind das? Mach mal das Licht aus. Ah, sieht man aber trotzdem nicht. Also gut, nachdem man das nicht wirklich lesen kann, nehme ich mal an, richtig? Nee, ich lese euch das vor, das passt schon. Also sie liegen hier ja nebeneinander im Bett. Für sie sind so die Gedanken, für ihn existiere ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass er mich auf lange Sicht lieben wird. Er hat bestimmt bemerkt, dass ich die Oberschenkel meiner Mutter habe. Er liegt einfach nur da und denkt an seine Zukunft, überlegt, plant und macht sich Sorgen. Und er liegt also nebendran und seine Gedanken. Ich frage mich, wie die Fliegen mit dem Kopf nach unten landen können. Eine von diesen typischen weiblichen Eigenschaften. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Er steht hier also vor dem Kühlschrank. Du hast die Butter schon wieder vor mir versteckt, Cheryl. Sie ist nicht im Kühlschrank, aber du siehst genau überall, du hast Buttermilch da drin, Halbfettbutter, Milchkäse, Butter steht da unten noch im untersten Fach. Ja, Männer sind nicht in der Lage, etwas in Schränken oder Kühlschränken zu finden. Ja, absolut. Den könnt ihr bestimmt auch lesen. Ich lese vor. Fällt dir etwas an mir auf? Hast du einen neuen Lippenstift? Also Männer haben kein Auge fürs Detail. Also ihr seht die schönen Pferdchen. Wir können uns nicht länger so treffen, Goldi. Sam könnte irgendwann auf die Idee kommen, seine Scheuklappen abzunehmen. Dann lassen wir es dabei. Wenn wir das hören, dann spüren wir, dass da auch ganz viel Leid und Not in so Menschen steckt, die mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrer Identität so nicht klarkommen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob es daran liegt, dass wir Mann und Frau sein nicht wirklich nach außen hin so leben, wie es der Schöpfer eigentlich wollte. Ob wir in unserer Klarheit ein Stück weit versagen, wirklich Mann sein, begeistert zu leben, Vater sein, begeistert zu leben, oder ob wir uns mehr oder weniger halt anpassen, uns in irgendwelche passiven Rollen drücken und drängen lassen. Ich meine, ehrlicherweise ist es doch so, dass ganz häufig meine Erfahrung folgende war, dass in der Regel die Frauen die Leiterrolle übernehmen müssen und die Männer mehr oder weniger dezent im Hintergrund bleiben. Und wir uns fragen müssen ernsthaft, wo übernehmen wir unsere Verantwortung als Männer, wo übernehmen wir unsere Verantwortung auch als Frauen, auch unsere Kinder entsprechend zu leiten, sodass es für sie ein begeisternder, erstrebenswerter Punkt ist, zu sagen, jawohl, ich bin gerne Mann, ich bin gerne Frau. Vielleicht ist uns nicht klar, wie der Schöpfer uns eigentlich wollte. Und so bin ich in den Anfang der Bibel zurückgegangen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das mal aufschlagen in 1. Mose 1, Vers 27. Und für alle die, die den Text nicht mehr geläufig haben, die werden jetzt entdecken, was Gott eigentlich ursprünglich wollte. Und ich glaube, es ist gut, sich immer mal wieder die Grundlagen vor Augen zu führen. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Da merkt man, auf der einen Seite ist das eine Singularbeschreibung, eine Einzahl. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und dann kommt Plural. Als Mann und Frau schuf er sie. Wer ein bisschen Hebräisch kann, der entdeckt hier eine Nuance. Und zwar wird das offizielle Wort für Mann und Frau, Isch und Isha, hier nicht gebraucht, sondern es werden zwei unterschiedliche Worte gebraucht, nämlich Sachar und Kebar.
Das bedeutet, Gott schuf ein männliches Geschöpf und ein weibliches Geschöpf zu seinem Bilde. Das heißt, jeder einzelne Mann oder Frau ist Ebenbild Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Als Frau bist du genauso Ebenbild Gottes wie als Mann. Da gibt es überhaupt keine Minderwertigkeit oder Anderswertigkeit, sondern sie sind total gleichwertig. Das ist irgendwann mal schiefgelaufen, dass man so ein Patriarchat entwickelt hat. So der Mann steht oben und dann kommt die Frau. Das kennt die Bibel gar nicht. Sondern sie kennt nur eine Gleichwertigkeit, Mann und Frau auf derselben Stufe. Beide Geschöpfe Gottes. Und nur zusammen bilden sie das Eigentliche. Auch das finde ich hochspannend. Als Mann und als Frau bilden sie den Menschen, die Einheit, die Gott eigentlich wollte. Das bedeutet, als Frau bist du nicht alles und als Mann bist du auch nicht alles, sondern es braucht beide Teile. Das ist wie bei einer Münze, es braucht beide Seiten. Und das gefällt mir, weil das etwas von Gottes Wesen ausdrückt. Gott ist in der Einheit von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da gibt es Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist und trotzdem sind alle drei eins. Und dieses Bild wird in der Ehe wieder zur Vervollkommnung gebracht. Nämlich hier offenbart sich Gott in seiner Art und Weise, dass er sagt, hey, in dem Zusammenbinden von zwei Persönlichkeiten, die eins werden, kommt meine göttliche Genialität wieder zum Ausdruck. Und hier liegt was Starkes. Wir dürfen unsere Unterschiedlichkeit als Riesensegen entdecken. Als miteinander hineingenommen werden und nur in der Ergänzung tatsächlich vollständig zu sein. Das ist stark. Und nur in dem Zusammenspiel entsteht tatsächlich auch Lebensenergie. Auch das ist ein unglaublich schönes Bild. Weder der Mann alleine noch die Frau alleine kann Leben hervorbringen. Nur in dem Gemeinsamen entsteht diese unglaubliche Dynamik und Kraft, die Leben und Kreativität und Formung dieser Gesellschaft freisetzt. Was für ein unglaubliches Bild Gottes. Wo wir das wegnehmen, zerstören wir den Lebensfluss. Und liebe Freunde, da können Männer noch so oft üben, sie werden trotzdem kein gemeinsames Leben hinkriegen. Und bei Frauen ganz genauso. Und hier liegt der Riesenfehler, indem wir die biologische Schöpfungsordnung Gottes verleugnen, werden wir unfruchtbar und werden wir zum Tod bestimmt. Unsere Gesellschaft stirbt, das ist der Gedanke dahinter. Und wir sehen das mit Riesenschritten in unserer Gesellschaft. 1. Mose 2, Vers 18 ist auch so ein Vers, der aus dieser Schöpfungsordnung Gottes kommt. Da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Diesen Gedanken finde ich hoch spannend. Der Mensch, in dem Fall ein männlicher Mensch, stellt fest, ihm fehlt was. Und jetzt kommt Gott. Was hat er ihm geschaffen, damit er nicht alleine ist? Was hätte er schaffen können? Ich habe darüber theoretisch nachgedacht. Was hätte Gott machen können, um dieses Alleinsein des Mannes aufzuheben? Er hätte ihm noch einen Mann geben können, oder? Hat er aber nicht. Er hätte ihm auch 20 Männer geben können, dann hätten sie ein bisschen mehr Gemeinschaft gehabt und hätten Skat spielen können. Hat er auch nicht gemacht. Sondern was macht Gott, um dieses Alleinsein, dieses Empfinden, ich bin nicht vollständig, zu ändern? Er gibt ihm eine Frau. Liebe Männer, das ist beruhigend. Nur eine. Er hätte ihm ja auch 5 geben können, aber der Herr wusste, dass er mit einer schon schier nicht klarkommt. Ja? Sehr beruhigend. Denk über den Gedanken gut nach. So Gott wusste, das, was den Mann wirklich ergänzt und ihn in seinem Mannsein aufleben lässt, ist was? Eine Frau. Und hört gut zu, eine reicht völlig. Die meisten sind schon mit einer überfordert. Ne? So, eine. Gott wusste, was dir fehlt. Das hat mich total beruhigt. Gott, der Schöpfer, schuf die Gehilfen. Das gefällt mir, dieses Wort ist nett. Er wusste, das, was dem Mann fehlt, ist eine Frau. Schlicht und ergreifend. Und genau so hat er es geformt. Und sie wird ihm als Hilfe gegeben. Das hebräische Wort heißt Eza. Und das bedeutet Hilfe auf gleicher Ebene. Starkes Wort. Hilfe auf gleicher Ebene.
eine gleichwertige Hilfe. Also für alle, die da irgendwie noch so komische Starallüren haben. Ihr lieben Männer, liebe Brüder, schminkt euch das wieder ab. Ja? Hilfe auf gleicher Ebene. Oh, sagst du, Mensch, das hättest du jetzt aber nicht erwähnen müssen. Steht aber trotzdem drin, nur dass wir uns da mal ein paar klare Fakten vor Augen malen. Und interessant ist, woraus hat Gott das Rohmaterial genommen, um die Frau zu schaffen? Aus dem Mann, genau. Die sind nämlich beide aus gleichem Holz geschnitzt. Das hast du nach 10 Jahren Ehe auch schon gemerkt. Ne? Du Mann, du hast immer gedacht, du hast einen dicken Kopf, aber sie ist genauso gut. Ja? Ist normal, aus gleichem Holz. Ja? Gleiches Material, darüber musste ich lächeln. Gott wusste, was er für Material braucht. So, auch da gibt es keine Abwertung oder was auch immer. Es gibt kein besser oder schlechter. Und wisst ihr, woraus hat er sie genommen? Habt ihr die Stelle mal beobachtet? Die Rippen, ja, die sind nicht unten am Fuß, sondern die sind nah beim Herzen. Ne? Habt ihr das verstanden? Ja, das war Gottes Gedanke. Er nimmt Material in der Nähe des Herzens. Halleluja. Ja, manche Leute, die haben das irgendwie und dachten immer, das ist irgendwie unterhalb vom Knie oder so. Ne? Ja, aber das ist nicht wahr. Diesen Gegenpart, den wir brauchen, die Hilfe auf gleicher Ebene, auf gleicher Wertigkeit, hat Gott in der Nähe des Herzens genommen. Was für ein Bild, was für eine Symbolik. Und dann ist mir diese Szene so unglaublich lieb. Dann nimmt Gott die Eva, diesen weiblichen Menschen, und dann ist es fast wie bei so einer Brautzuführung. Gott, der Brautvater, nimmt die Frau wie so eine Braut und führt sie dem Adam, dem Mann, zu. Das ist das ideale Bild einer Hochzeit. Gott führt Menschen zusammen. So funktioniert das, wenn das eine ordentliche Beziehung geben soll. Und was ist die Reaktion von diesem männlichen Menschen? Was ist die Reaktion Adams, als er Gottes Schöpfung präsentiert bekommt? Hä? Was denkst du? Ja, der war begeistert. Den hat's aus allen Schuhen, nein, Schuhe hatten die damals nicht, also den hat's aus allen Poren, was auch immer, Hautschichten gehauen, als er da gesehen hat, Mann, Gott, was du mir gibst, ist das absolut Beste, Optimalste, was ich mir je vorstellen konnte. Der war begeistert von dieser Andersartigkeit, weil darin sah er seine Ergänzung. Das war das, was seiner Armut plötzlich Reichtum verlieh. Hier liegt einer der Riesenschlüssel, warum Beziehung wirklich lebenswert ist. Wenn wir in dem anderen den Reichtum entdecken, wenn wir die Andersartigkeit als Riesensegen empfinden und nicht hoffen, dass der irgendwie auch so ist wie ich. Hey, einer von deiner Sorte, damit ist die Welt schon fast überfordert. So, jetzt stell dir mal 2 davon vor. So, sei dankbar, dass es dich einmal gibt. Das reicht völlig. Ja? Und dann kommt 1. Mose 2, Vers 24. Das wiederholt Jesus übrigens in Matthäus 19. Da sagt er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Hier liegt einer der Herausforderungen, wie Beziehung funktioniert. Beziehung heißt, ich muss mich abgrenzen und ich muss mich festlegen. In dieser Festlegung des Mannes zu sagen, die Frau ist der Teil meines Lebens, mit dem ich in diese Vervollkommnung hineingehen will. Das ist der Teil, mit dem ich diese Einheit bilden möchte, die Geist, Seele und Leib umfasst. Die werden ein Fleisch, das ist diese innigste Form. Im Hebräischen heißt es, da erkannten sie einander, erkennen in allen Ebenen meines Lebens. Das bedeutet eins werden, nicht nur körperliche Ebene, das ist Sexualität. Ja, und wenn das die einzige Ebene ist, auf der man sich versteht, ist das in der Regel auf Dauer ein Scheidungsgrund. Das ist zu wenig, sondern es muss zu einem Erkennen in all diesen Bereichen kommen. Ich entdecke dich und du bist mein größter Garten, in den ich hineingehen darf und sehen darf, was es alles Tolles gibt. Wer schon mal ein begeisterter Schrebergärtner war und im Frühling jetzt rausgeht und dann plötzlich entdeckt, was da alles hochkommt, dann denkst du, ey, wow, ich wusste gar nicht, dass ihr alle da seid. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, für mich war das immer gewaltig, was da so alles hochkommt. Es ist toll. Und genauso ist Ehe wie ein Garten, wo du plötzlich den anderen entdeckst in seiner Andersartigkeit, oft in seiner Vielschichtigkeit und du plötzlich begreifst, du liebe Güte, ich habe gar nicht gewusst, was da für ein Reichtum drin steckt.
Und für mich eine der tollsten Erfahrungen meiner Ehe ist, je länger ich zusammen bin, desto mehr entdecke ich, hier gibt es Ergänzungen, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie brauche. Ist das nicht das Tolle am Leben miteinander? Plötzlich festzustellen, Gott hat so weit im Voraus genau gewusst, was alles für innere Mangelzustände bei mir sind. Und ehrlicherweise lügen wir uns ja häufig in die Tasche, oder? Und denken, dass wir perfekter und vollkommener sind, als wir dann tatsächlich am Ende sind. Und plötzlich zu merken, Gott hat dafür gesorgt, dass du einen Gegenüber bekommen hast, der das ausgleicht, ist gewaltig. Ich liebe diese genialen Pläne Gottes. Hier dieser bewusste Entscheid des Mannes zu sagen, ich will bewusst mich von Vater und Mutter lösen. Was für ein Drama in Ehen, wenn die Männer immer noch an den Rockzipfeln ihrer Mütter hängen oder umgekehrt. Die immer noch nicht selbstständig leben können, sondern immer noch Papa und Mama brauchen, die sie dann pushen. Schrecklich, du bist nie erwachsen geworden. Und Gott sagt, ey, es sollen möglichst nur Leute heiraten, die wirklich erwachsen sind, die sich abgenabelt haben und in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu leben. Ganz wichtiger Punkt, sonst hast du dir das Chaos vorprogrammiert. Auch Eltern müssen lernen, loszulassen. Aber Kinder, die in eine eigene Beziehung hineingehen, müssen auch lernen, sehr klar die Tür zuzumachen und zu sagen, Papa und Mama, da ist euer Zuhause und hier ist mein Zuhause. Ihr habt mir nicht mehr reinzuschwätzen. Außer ich frage euch nach eurer Meinung. Ansonsten geht euch das nichts an. Ist für Eltern ein schwerer Punkt, stimmt's? Mann, oh Mann. Man hat sich so dran gewöhnt. Und man kann schier nicht glauben, dass die tatsächlich mit ihrem Leben klarkommen können, ohne die Hilfe der Eltern. Aber liebe Freunde, wie sollen die je selbstständig werden, wenn ihr sie ständig deckelt? Deswegen ist Gott da sehr rigoros und sagt, ey, mach einen klaren Schnitt. Hilft dir sehr. 1. Mose 1, Vers 28, jetzt kommt die Passage, die uns geläufig ist. Da steht, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und herrscht über alles, was da ist. Den Herrscherauftrag hat Gott wem gegeben? Mann und Frau gleich, genau. Beide müssen lernen, diese Herrscherposition einzunehmen. Da gibt es kein höher und niedriger. Beide müssen lernen, im Leben zu herrschen. Und dieses komische Frausein, das man gezüchtet hat, ja, oh mein Mann, und wenn der nicht da ist, ich weiß gar nicht, wie ich eine Entscheidung treffen soll. Ihr Lieben, das ist doch eine Karikatur, die ist doch wirklich lächerlich. Das war noch nie Gottes Plan. So Frauen, die auf diese Dümmlichkeit runter reduziert werden, die stehen am Herd und kriegen die Kinder und das war's. Ja, das ist eine Perversion dessen, was Gott eigentlich wollte. Gott hat Königinnen und Könige geschaffen, Leute, die im Leben herrschen, die wissen, was läuft. Die ihren Mann und ihre Frau wirklich stehen können. Das ist Gottes Ziel. Es braucht keine Dummerchen, die bevormundet werden müssen. Die Zeiten haben Menschen spätestens dann hinter sich, wenn sie die erste Klasse erreicht haben. Weil dann entwickeln wir uns und dürfen unsere eigene Persönlichkeit hervorbringen. Und ich glaube, dass wir hier oft an diesem Punkt sind, warum Menschen sich entscheiden und sagen, ich will mein Frausein nicht annehmen, weil man oft so komische Vorbilder gehabt hat, dass die als Kinder sich irgendwann entscheiden und sagen, so will ich auf keinen Fall werden. Oder umgekehrt, oft so tyrannische Väter, die eine völlig falsche Vorstellung von Mannsein haben. Dass Kinder gesagt haben, hey, ich will auch mal so, wenn ich mal groß bin, und dann zeige ich dir mal, wie es geht. Da liegt doch in dieser frühkindlichen Phase so viel Verletzungspotenzial, dass da eine derartige Fehlentwicklung sich dann in der Persönlichkeit manifestiert. Aber Gott wollte das nie, sondern sein Ziel ist, dass da Könige entstehen, die fruchtbar sind, sich mehren und lernen zu herrschen. Mir gefällt dieses Bild. Zuerst ist das Ich und dann entdeckt das Ich das Du. Und wenn das Du entdeckt wurde, dann entsteht das Wir. Sehr spannend. Erst indem ich von meinem Ich wegkomme und das Du entdecke, entsteht Wir und Leben. Solange du noch in deinem Ich mir meiner Mich-Zirkel drehst, bist du nicht beziehungsfähig. Und bitte, verschon jeden damit, heiraten zu wollen. Weil du wärst die Katastrophe. Der entscheidende Punkt ist, dass ich aus meinem Ich-Kreis rausgehen kann und mich auf das Du zubewegen kann.
indem ich lerne, von meiner eigenen, mir gegebenen Art abzusehen und den anderen zu entdecken. Und wenn das passiert, und das hat was mit Liebe zu tun, Liebe investiert in den anderen und möchte ihn in der Entwicklung bereichern und nach vorne bringen. Wo dieses Investieren ins Du kommt, da wird Beziehung machbar. Ihr lieben Freunde, das ist der Punkt, warum wir oft über Jahre so beziehungskrank bleiben. Weil wir nicht gelernt haben, aus diesem Ego-Trip auszusteigen. Aber hier liegt der Punkt. Wenn du gesund werden willst, entwickelst du das Du. Und wenn du das lernst, dann wirst du gesund bei dir selber und wirst heilende Beziehung nach außen bringen. Und dann entsteht das Wir. Das gefällt mir an Gott. Dann werden wir fruchtbar. Dann ist es das höchste Anliegen, aus meinem inneren Glück heraus Leben freizusetzen. Das ist doch auch eine unglaubliche Lüge unserer Gesellschaft. Ja, Mann und Frau leben zusammen, aber sie möchten keine Kinder haben. Wir, unser materieller Wohlstand, unser Besitz, ja niemand, ja nichts an irgendwen abgeben. Wir halten uns fest. Was für ein Ego-Trip auf übelster Form. Gott hat uns geschaffen, um Liebe und Leben freizusetzen. Das ist der Punkt. Deswegen sind Kinder tatsächlich, das ist die Geburt der Liebe, die sich verschenkt und nicht eine völlig egozentrische, selbstverherrlichende, in sich festhaltende Liebe. Das ist keine Liebe. Das ist Ego-Trip und Selbstbefriedigung zu zweit. Aber Gott hat eine völlig andere Perspektive. Liebe, die sich verschenkt, die fruchtbar ist, die sich vermehrt. Und die dann dahin geht, ganze Generationen mit diesem Leben auszustatten und Veränderung zu schaffen. Weil das ist unser Punkt. Unsere Umwelt tatsächlich zu prägen mit diesem neuen Denken der Liebe. Und dann erleben wir, was für ein Segen das sein kann. Wie schön es ist, einander so zu fördern. Da merken wir, was Gott für einen genialen Gedanken hatte, dass er Ehe nimmt und Ehe als Symbol hinstellt für die Liebe zwischen Christus und der Gemeinde. Die höchste Form von Beziehung nimmt Gott, gebraucht es als Bild und sagt, so ist Ehe. Wo Jesus sich für die Gemeinde opfert, die Gemeinde nichts Besseres zu tun hat, als Jesus groß zu machen und ihn anzubeten. Stell dir das mal in der Ehe vor. Der Mann, der sich opfert und sagt, alles, was ich will, ist, dass meine Frau in ihren gesamten Reichtum der Begabung und Befähigung hineinkommt. Und umgekehrt die Frau, die sagen kann, ich verschenke mich an meinen Mann, dass wir miteinander wirklich zu diesem Idealbild kommen, das Gott eigentlich wollte. Hey, wenn zwei nur ein Ziel haben, sich dauernd zu beschenken, dann hast du irgendwann Stress, den Kram irgendwie auch unterzukriegen. Ne? Musst eine Menge Schränke anschaffen, damit du die ganzen Geschenke einpacken kannst. Was für ein schönes Bild für Ehe. Gott hat sich da was riesig Schönes gedacht. Wir haben das versiebt, weil wir uns von diesem gesellschaftlichen Geist des Individualismus anstecken lassen. Es geht nur noch um mich. Und dann spüren wir plötzlich, da geht was schief. Weil ich entdecke, die Quelle meiner Liebe ist der andere Mensch. Das greift zu kurz. Das hat Gott ganz schnell geregelt. Was war der Punkt, aus dem die Menschen ihre Liebe holten? In der Schöpfungsgeschichte ist das so schön zu sehen. Da heißt es, und Gott ging am Abend zu den Menschen und dann hielten sie Gemeinschaft. So die Quelle ihrer Bestätigung, die Quelle ihres Wertes bezogen sie nicht voneinander, sondern von wem? Von Gott selber. So, wenn du den Wert aus deinem Gegenüber ziehen willst, dann hast du ein Problem auf Dauer. Weil dieses totale, bedingungslose Angenommensein in der Liebe kommt am Ende nur von Gott selber. Und hier liegt der entscheidende Punkt, warum Sachen sich so fehlentwickeln. Wenn ich meinen Wert im anderen suchen muss und nicht aus Gott heraus beziehe, dann greift es zu kurz. Das wird den Menschen überfordern. Gott hat uns geschaffen und er ist der Einzige, der unsere Bedürfnisse tatsächlich zufriedenstellend löst. Deswegen möchte ich diesen Vers nochmal zitieren, den wir schon gehört haben aus Psalm 139. Da heißt es, Gott, du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Gott hat mich gemacht, das ist, was meine Identität ausmacht. Deswegen darf ich Mann sein, Gott wollte mich, das war seine Idee. Und ich darf das lernen zu entdecken, indem ich das Vorbild Gottes anschaue. Wie hat Gott denn Mann sein gewollt? Wie hat er Frau sein gewollt?
hier in diesen Prozess einzusteigen und dann zu begreifen, Gott hat das schon vor Grundlegung der Welt so gemacht. So, du warst schon ein Gedanke, bevor du überhaupt entstanden bist. Es gibt vom alten Propheten Jeremia im 1. Kapitel ein Vers, da sagt Gott zu ihm, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich schon gesehen. Und ich habe dich erkannt, ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst und dich geheiligt zu einem Propheten für die Nation. Stell dir diesen Gedanken vor und lass ihn nie mehr los. Gott hatte schon, bevor du überhaupt geboren wurdest, einen Plan für dich. Und in diesem Plan hat er dich als Mann oder als Frau schon gesehen. Und jetzt geht es darum, dass du entdeckst, wer du eigentlich sein sollst und wer du sein darfst. Und deswegen schließe ich den Kreis wieder mit diesem schönen Wort der Bildung. Das Wort Bildung kommt aus dem Mystizismus zu Zeiten von Meister Eckhart. Und Bildung haben wir übernommen als Schulbildung. Aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Sondern Bildung von seinem Wortursprung her bedeutete, Mensch zu werden, indem er in das Bild Gottes zurückversetzt wird. Bildung heißt, in das Bild Gottes zurückversetzt werden. Da kommt der Ursprung her. Was für ein genialer Gedanke. Wahre Bildung erreichst du dann, wenn du von Gott zurück in deine eigentliche Bestimmung gebracht wirst. Da wirst du in deinem Wesen heil und gesund. Das ist das Ziel, das man mit Bildung hat, gesunde Persönlichkeiten heranzubilden. Aber gesunde Persönlichkeiten entstehen nur, indem sie das Bild Gottes für sich wieder lernen und entdecken und übernehmen. Du bist im Bild Gottes geschaffen. Gott hat einen genialen Gedanken mit dir gehabt. Bitte entdeck das neu und leb in dieser Berufung. Und sag, Gott, ich will das lernen, zu entdecken, dass du mich so genial wolltest. Ich darf lernen zu herrschen. Ich darf lernen, eine Königin, ein König zu sein. Ich darf lernen, mich in dieser Andersartigkeit wohlzufühlen. Ich darf lernen, die Andersartigkeit meines Partners zu genießen. Ich darf das lernen, dass du, Gott, einen wunderbaren Plan hattest für uns, für unsere Gemeinschaft, für unsere Ehe, für unser Leben. Du willst, dass Leben sich in seiner buntschillernden Vielfalt in uns und in unserem Leben offenbart. Was für ein Riesengeschenk. Und wir merken plötzlich, so beschenkt haben wir es nicht mehr nötig, uns abzugrenzen oder unser eigenes Territorium mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, sondern wir fühlen dieses Beschenktwerden. Und das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Plan, so darf man heil werden. Und Gott wünscht sich, dass du das verstehst für dich. Dass du das sagen kannst, Gott, ich will das lernen, mich so anzunehmen, als ein geniales Geschenk. Du hast mich wunderbar gemacht. Dass du das sagen kannst, wenn du heute nach Hause gehst. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich möchte beten mit uns. Jesus, es ist unglaublich, wie gut deine Gedanken über uns sind. Du bist niemals gekommen, um irgendwen zu knechten. Alle diese Fehlentwicklung unserer Gesellschaft, das war nie dein Plan. Und wir dürfen zu dem Ursprung zurückkehren und uns von dir lieben lassen. Wir dürfen in unserer Fehlprägung uns von dir heilen lassen. Wir dürfen immer neu deine Liebe in Anspruch nehmen und daran gesunden. Wir dürfen dein Bild von uns übernehmen, das so wohltuend ist, so reichmachend, so beschenkend. Wir dürfen das lernen, den Lügen unserer Gesellschaft gegenüber unsere Ohren zuzumachen. Und wir dürfen auch neu dafür kämpfen, dass dein Plan der Liebe durchkommt in unserem eigenen Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Wir dürfen dieses Bild von Gesundheit in unsere Kinder hineinlegen, dass da Männer und Frauen entstehen, die an dieser Liebe Gottes satt werden, die gebildet werden nach diesem Vorbild Gottes und gesund sind und stabil sind und gesellschaftsaufbauend wirken. Danke, lieber Herr, dass du uns hineinnimmst in diese Liebe. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und auch Vergebung holen dürfen, wo Dinge in unserem Leben schiefgelaufen sind, wo wir auf diesem Ego-Trip gesessen haben und dachten, wir kommen zu kurz, wenn wir nicht unser eigenes Leben dauernd verteidigen. Jesus, du kommst mit deiner Liebe, du gibst uns dein Wort, die Wahrheit und wir entdecken Ordnung, die unser Leben satt und reich macht. Danke dafür. Amen.